Zunächst brauchen wir für die Geometrie folgende Hilfsmittel: gespitzte Bleistifte, ein Geodreieck und ein Zirkel. So, dann sind wir ausgerüstet und können uns der Aufgabe 1 zuwenden. Gegeben sind folgende regelmäßige Vielecke: ein regelmäßiges Viereck, ein Quadrat, ein regelmäßiges Dreieck oder gleichseitiges Dreieck, ein regelmäßiges Fünfeck, ein regelmäßiges Sechseck und ein regelmäßiges Siebeneck. Was haben wir in Aufgabe 1a zu tun? In 1a sollen wir experimentell die Regelmäßigkeit prüfen. Und zwar durch Messung. Was heißt es, wenn ein Vieleck regelmäßig ist? Erinnern Sie sich an die Definition? Wir müssen überprüfen die Länge der Seiten. Alle Seiten müssen gleich lang sein. Und die Größe der Innenwinkel. Alle Innenwinkel des Vielecks müssen gleich groß sein. Fangen wir zunächst mit der Länge der Seiten an. Und betrachten wir das Dreieck. Zunächst benennen wir die Eckpunkte, wie gewöhnlich mit A, B, C, damit wir über die entsprechenden Strecken sprechen können. Wir wollen also prüfen durch Nachmessen, ob die Seite AB gleich lang ist wie die Seite BC und die Seite CA. Fangen wir mit der Seite AB an. Stimmen wir die Länge der Seite AB mit dem Geodreieck. Ja, dazu müssen wir genau anlegen. Das heißt, wir legen den Nullpunkt des Geodreiecks in den Punkt A und die eine Seite des Geodreiecks liegt auf der Seite, auf der Strecke AB. Und dann lesen wir ab bei Punkt B. Ich hoffe, Sie können es sehen. Die Länge der Strecke AB ist 3,2 cm. Das notieren wir uns. Strecke AB, und wir haben die Länge gemessen, ist 3,2 cm. Machen wir das gleiche mit der Strecke BC. Wie gehabt, den Nullpunkt des Geodreiecks in den Punkt B legen, genau anlegen und die eine Seite des Geodreiecks, wo die Skala ist, auf die Strecke BC legen und wir lesen wieder ab. Hier lesen wir ab und Sie sehen, die Strecke ist 3,2 cm lang, also genau gleich lang wie die Strecke AB. So, und hier machen wir es genauso. Und wir lesen wieder ab, 3,2 cm für die Länge der Strecke AC. In Ordnung, hätten wir das geprüft. So, wenn Sie kein Geodreieck zur Verfügung haben, können Sie auch nur mit dem Zirkel überprüfen, ob die Länge der
Seiten eines Felix gleich lang sind. Sie wissen, wie man das macht. Wir stechen bei A ein, nehmen die Länge der Seite AB in den Zirkel und dann können wir sofort prüfen, ob der Punkt C auf der Kreislinie liegt, eines Kreises um A mit Radius AB. Und Sie sehen, der liegt drauf, also ich halte es ein bisschen schräg. So, und genauso lang ist natürlich die Strecke BC. Ich halte es etwas schräg, damit Sie sehen. Auch damit haben wir geprüft, dass die Seiten des Dreiecks ABC gleich lang sind. So, als nächstes haben wir die Größe der Innenwinkel zu prüfen. Wir müssen die Innenwinkel prüfen. Dazu benennen wir unsere Winkel gemäß unseren Punkten. Das ist klar, Alpha bei Punkt A, Beta bei Punkt C, P, B und Gamma bei Punkt C. Wir prüfen, ob Alpha genauso groß ist wie Beta, genauso groß ist wie Gamma mit dem Geodreieck. Genau hier stellen wir fest, wenn wir unser Geodreieck genau anlegen, und zwar den Nullpunkt im Scheitel vom Winkel Alpha, eine Seite längs des einen Schenkels, eine Seite des Geodreiecks längs des einen Schenkels von Alpha, dann können wir noch nichts ablesen. Wir müssen also den Schenkel AC verlängern. Das machen wir. Und dann machen wir das nochmal. Wir messen den Winkel Alpha, indem wir zunächst den Nullpunkt des Geodreiecks im Scheitel des zu messenden Winkels, also hier des Winkels Alphas, also im Punkt A anlegen, eine Seite des Geodreiecks, ja, wo die Skala drauf ist, längs des einen Schenkels von Alpha legen und dann lesen wir genau ab auf der Winkelskala des Geodreiecks und wir sehen, der Winkel Alpha hat die Größe 60 Grad. Das war ja zu erwarten. So, genauso machen wir es mit dem Winkel Beta. Wir verlängern den einen Schenkel von Beta und legen den Nullpunkt im Scheitel des Winkels Beta an, also im Punkt B. Die eine Seite längs des einen Schenkels von Beta und wir lesen ab. Ja, diesmal auf der blauen Skala, weil das dieser Winkel hier ist und nicht der entsprechend größere Winkel. Also wieder bei 60 Grad. So, entsprechend machen wir das noch mit dem Winkel Gamma. Wir verlängern wieder den entsprechenden Schenkel von Gamma, legen den Nullpunkt im Scheitel an, wie gehabt, justieren unser Geodreieck so, dass die eine Seite des Geodreiecks längs des einen Schenkels von Gamma geht und lesen entsprechend ab. Genaues Ablesen, genaues Anlegen. So, und Sie sehen, dieser Winkel Gamma ist auch 60 Grad. Damit haben wir gezeigt, dass sowohl die Größe der Innenwinkel im Dreieck ABC übereinstimmen, nämlich 60 Grad sind, als auch die Länge der Seiten
Also sind alle gleich lang und wir haben sogar gemessen, wie lang, 3,2 cm. Damit haben wir experimentell die Regelmäßigkeit beim Dreieck überprüft. Entsprechend natürlich bei dem Quadrat, beim Fünfeck, beim Sechseck und beim Siebeneck. Diese Aufgabe dient dazu, dass Sie natürlich mit dem Geodreieck umgehen lernen, genau anlegen, genau ablesen.